Guten Morgen. Ja, heute Nacht gab es wieder ein Update von Counter-Strike Global Offensive. Diesmal aber kein direktes Live-Update. Es ging wieder nur in einen Beta-Status. Aber es ist was sehr, sehr Interessantes. Valve hat sich nämlich der Sprunggenauigkeit angenommen. Sie mussten dafür allerdings ein komplett neues System entwickeln. Es ist jetzt so, dass wenn ihr am höchsten Punkt seid und dort schießt, dass eure Genauigkeit dann trotzdem noch sehr hoch ist. Während ihr springt und während ihr wieder nach unten fallt, ist es allerdings sehr, sehr ungenau. Und das betrifft jetzt nicht nur, wenn ihr wirklich die Springen-Taste drückt, sondern auch, wenn ihr einfach irgendwo runterfallt. Das heißt zum Beispiel vorne kurz in die City Base den Drop macht. Ist ein sehr, sehr gutes Update. Muss natürlich noch alles getestet werden. Es gibt ein paar kleine Bugs, aber an sich finde ich, ist das, was Valve in letzter Zeit macht, sehr viele kleine Updates erstmal in der Beta-Phase rausbringen, dann live schalten, eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allem befassen sie sich aktuell sehr, sehr viel mit den Spielmechaniken. Ja, so viel dazu. Mich würde natürlich interessieren, was denkt ihr darüber? Ist es richtig, was Valve macht? Ist es ein guter Schritt, die richtige Richtung? Ab in die Comments damit und ansonsten lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.